Herzlich willkommen zu diesem neuen Video, meine lieben Freunde. Und heute spielen wir MLG Rush, aber natürlich nicht alleine, sondern mit Commander Phil. Jo, moin. Er fängt gleich an, los zu rushen. Oh ja. Was denn sonst? Andere Sachen von mir gewöhnt. Ich bin definitiv kein Profi. Moin. Merken, glaube ich, aber auch. Also ich habe schon gegen besser als du gespielt, aber auch schon gegen schlecht. By the way, nice Skin, Bro. Hat sich selbst gemacht. Nice. Da ist dann tatsächlich schon das erste Bett weg vom Leben, Danny. Ich sag's, ich bin kein Profi. Ja, ja, ne? Aber das erste Bett ist halt trotzdem weg. War ein nicer Air-Hit. Nee, komm. Gehen wir jetzt mal direkt wieder auf. Wenn man einmal mit seinem krassen Bridging-Skills flexen und dann passiert sowas. Ja, natürlich kriege ich nur Partikel. Macht Sinn. Liegt vielleicht auch mal im Internet. Also ich habe auch schon öfters dadurch Runden tatsächlich gewonnen, dass ich... Achso, ja, durch Lags. Ja. Nur durch Lags. Das Geilste war mal in der Bad Wars-Runde. Da kriegt man irgendwie kein Notback, ich kenne das. Ich habe selber mal eine... Nee, da war unser Bett und alles schon weg. Wir haben eigentlich schon verkackt gehabt. Durch Lag war ich noch am Leben, habe auch noch Gold und alles gesammelt, habe mir einen geilen Bogen geholt, habe die alle noch gekillt und erst dann bin ich gestorben. Habe die Kills sogar noch angerechnet bekommen. Natürlich nice. Ja. Das sind so typische Momente, die ich mit dem Internet habe. Ich meine, ich weiß aber auch schon, wie ich sowas boosten kann. Also wenn man nur Partikel bekommt, dann liegt es meistens am Server. Ne, so, das ist ein Server gar nicht mal das große Problem. Irgendeine Kombo muss ich da doch noch drücken in diesem wundervollen, hochwertigen Video. Da habe ich zweimal hochqualitativ gesagt. Hochwertig, ich weiß es nicht, ich bin lost. Ja, meine lieben Kinder und alle. Das war jetzt definitiv schon mal nichts. Macht vergesslich. Aber ich habe noch. Ah, schade. Solch eine Droge. Hätte was werden können. Ja, hätte Fahrradkette, Junge. Nein. Nee. Nein! Ah, schade. Schade. Ich hab schon gehofft. Du hast schon gehofft, mein Freund. Ach, ich glaube, dann rush ich jetzt mal bei dir durch. Nein. Du so nah bei mir warst. Ja, aber eigentlich, wenn man nur Partikel kriegt, dann liegt das meistens am Server eigentlich, der die Hits nicht überträgt. Jo. Also vielleicht noch krassere Rainchecks auspacken. Also nur so eventuell, ne? Also du wirst wieder näher bei mir sein als bei dir, ja. Das Geile ist halt, das habe ich bisher noch nie so hinbekommen, so einen Blocksprung mit Blockplays und alles. Alright. Oder hättest du bei mir durchrushen müssen? Ich war nämlich wieder näher bei dir. Hä? What the fuck? Uff. Intensives Battle. Ja, natürlich. Das macht Sinn. So, mach mal das. Als ob du jetzt vor mir bist. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Natürlich. Ist ja schließlich mein Video. Also muss ich ja vorne sein. Alles klar, Bruder. Alles klar. Ja, das sind die Bedingungen jetzt. Ach, das waren die Aufnahmebedingungen, die du mir so vor der Aufnahme so ganz klein dazwischen geschoben hast, die ich unterschreiben sollte? Ja. Fuck, ich hätte vielleicht das Kleingedruckte lesen sollen. Hätte vielleicht Sinn machen können. Ich bin kein YouTuber, ich bin Ausnutzer. Aha, interessant. Das war jetzt definitiv schon mal nichts. Dafür war die Combo was, oha. Zweier-Combo gedrückt. Mit einem wunderbaren Butterfly, obwohl ich eigentlich wieder One klicken kann. Na, schade. Gegen Aim.
Butterfly lange nicht Aim habe, mein Freund. Ach, nochmal? Nein. Ey, mit welchem Texture-Pack spielst du gerade eigentlich gerade? Keine Ahnung, wie das heißt. Ja, ich booste dich halt auch noch so zum Bett. Ja, das finde ich immer nett, wenn die einem dann hinterher knocken. Jetzt rede ich schon wie Black Evil. Black Evil, genau. Wer kennt ihn nicht? Den guten alten Black Evil. Jetzt kommt der hier mit Block Safe. Oder also Block-Saves müssen ja hier schon mal sein, ne? Und das stand ja jetzt auch in den... Also ich habe ja den Vertrag ein bisschen geändert, sodass er auch für mich gepasst hat. Also Block-Saves und sowas stand auch mit drin. Ach, da will er schon wieder durchgehen. Dankeschön für den Hit. Ich klicke aufs Bett, halte abbauen gedrückt... Und trotzdem baut das Bett nicht ab. Ich kenne WPix, der ist hier Admin, der, ne, der hat. Ah. Nein, das wäre halt tatsächlich dadurch möglich. Ja, genau. Das indem sich ein Play, indem sich ein Vanish Player dahinstellt. Das blockt. Genau. Weißt du was, einfach weil ich es kann. Ich habe gerade einfach noch meinen ganz alten Fidgets in der Hand gehabt, Alter. Jungs und Mädels, wenn ihr dieses Video schaut, ne? Habt ihr noch einen Fidget Spinner? Schreibt mal in die Kommentare. Ich hab tatsächlich sogar noch einen. Aber ich hab auch. Das war mein erster, das war so ein hässlicher grüner Billigplastik-Dinger für 3 Cent. Ja gut, also ich hab einen 20 Euro komplett aus Metall mit Legierung und allem, ne? Uff! Na! Jungs, also wenn ihr noch einen Fidget Spinner habt, schreibt mal in die Kommentare. Auch und lasst dem Jungen hier natürlich ein Abo, Daumen nach oben. Natürlich. Ja, der ganze Scheiß. Wenn ich jetzt bloß also wüsste, welche Taste das Abo-Ding jetzt einblendet und welches das Like einblendet. Ja, Bruder. Das ist natürlich jetzt die große, große Frage. Nicht belasten. Drück einfach. Wir haben seine OBS-Shortcuts nicht mehr weiß. Uff, also da muss man echt los. Drück einfach alle, vielleicht findest du es ja dann. Ja, ich weiß schon, welche 2 Tasten, aber ich weiß nicht, welches von was triggert. Ja, egal. Das ist das Problem. Ach so, ne, das müsstest du dann eventuell rauskarten, dass du so lost bist und nicht mehr deine Shortcuts weißt, ne? Nein, das lassen wir alles drin. Alles drin. Natürlich. Uncut. Das habe ich auch von Anfang an gesagt. Ich bin keiner, der nur die besten Szenen drinnen lässt und nur wenn ich dein Bett abbaue, dass du quasi gar nichts. Ich lasse einfach uncut alles drin. Ich gebe auch zu, dass ich scheiße bin. Ja, naja. Ich meine, das ist ja auch eine Klickmethode. Sieht man ja bei Concrafter zum Beispiel. Ja. Ich darf sagen, dass man die größte Kartoffel in Minecraft spielen kann. Sprachausgabe. Ich scheiße, jetzt hab ich auch die Sprachausgabe aktiviert. Ja. Ich hasse. Das passiert, wenn du, glaube ich, Steuerung B drückst. Ja, keine Ahnung. MLG Rasch 6 Mann der Film weiß, wurde. Alter, diese Aussprache. MLG Rasch. Absatz 8, Absatz 7, kennst du Absatz 7 schon? Absatz 7, alle Absatzrefränge, Absatz 7. Absatz 8, Absatz 7, erhalte Absatz 7, coole Absatz 7, Vorteile. Jetzt probier mal ein bisschen Butterfly. Klick hier. Versuch so Butterfly, wie viel CBS? MLG Raschin Grün hat nun 7 Runden gewonnen. Nicht viel. MLG Raschel Dani Kraft wurde von Six Manderfil getötet. Wobei ich jetzt ganz ehrlich... Keine Aussprache vom Namen Six. ...wurde von Six Manderfil getötet. Also ja. Wegen diesem X... Ja, ich musste irgendwas finden, Phil was wurde mit von Sedani Kraft getötet. Und so viele Namen mit Phil gab's da nicht mehr, sag ich mal so. Ne? Also es gibt viele Phils im MLG Rasch Sedani Kraft wurde von Six Mander Phil getötet. Oder Mädels oder was auch immer. Natürlich, ja genau, jetzt bleib ich da noch schön. Kraft ist gestorben. Ja, was weiß ich, als was sich deine Zuschauer definieren als Geschlecht? MLG Rasch Six Mander Phil ist gestorben. Mann oder Frau? MLG Rasch Sedani Kraft wurde von Six Mander Phil getötet. Frau spielt. Also MLG Grün hat nun 8 Runden gewonnen. MLG Rasch Sedani Kraft. Bro, was war das denn, bitte schön? Hätte ich diesen Block MLG geschafft? MLG Rasch Sedani Kraft ist gestorben. Ja. MLG Rasch Six Mander Phil wurde von Sedani Kraft getötet. Die ist halt immer noch an. Nein. MLG Rasch Sedani Kraft ist gestorben. Extra noch MLG Rasch Sedani Kraft ist gestorben.
MLG Raschzix Manderfil ist gestorben. Ja moin. MLG Raschze Dani Kraft ist gestorben. Oder muss los? MLG Raschze Dani Kraft. Alter, ich hör grad nur noch MLG Raschze Dani Kraft ist gestorben. MLG Raschze Dani Kraft wurde von Zix Manderfil getötet. Spiele. MLG Rasch Team Grün hat nur 9 Runden gewonnen. MLG Rasch Zix Manderfil wurde von Sedani Kraft getötet. Man hört dich eigentlich, glaube ich, gerade gar nicht mehr. Wo ist es denn? Das ist in, glaube ich, Chat-Einstellungen. Sprachausgabe. So, Sprachausgabe aus. Sprachausgabe aus. Jungs, also wenn ihr mal mit ihm, also mit ihm den krassesten Skiller 9000. Natürlich. Oder mit mir mal spielen wollt. Ich bin eigentlich fast immer auf dem Server, wenn ich gerade in MC online bin. Letztendlich ein geiler Service oder halt auf Gomme, aber das ist so nochmal was anderes. Uff, das ist jetzt belastend, oder? Ja, glaube ich auch. Also jetzt mal Statement, belastend, nicht belastend. Ja, ich habe von Anfang an ja gesagt, ich bin kein guter Player. Ja, du, man muss kein guter Spieler sein, um Spaß zu haben. Ist so. Also ich habe einen Freund, der ist der Schlechteste bei uns aus der Klasse. Er ist der Allerschlechteste aus unserer Fuck. Unserer mein Klasse. Bett. Und der hat trotzdem Spaß daran. Ist so, ich habe auch Spaß daran. Sonst würde ich Minecraft ja nicht mehr spielen. Eben, ansonsten wirst du noch mit deinen komischen Pocket-Sachen bleiben. Ja. Erstmal Nojo, was findest du besser, Java oder Pocket? Java, 1000-mal besser. Besser ist das, mein Freund, besser ist das. Ja, zum Beispiel in der Pocket Edition, also ich kenne mich jetzt nicht sonderlich mit der aus, ich habe sie mir nie gekauft. Aber ich habe das, ich besitze. Was war das? Ja, ist das bei der nicht sogar so? Ja, die kostet ja 30 Euro aktuell. Echt? Die normale. Oh, nein. Ich spring vor allem noch über dich drüber. Ja, das finde ich auch immer am besten. So, jetzt brauchen wir hier mal ein bisschen. Nö. Oh nein, oh, das ist belastend. Ich bin im Block drin, okay. Ja, das sind aber allgemeine Server-Bugs, mein Freund. Ich spiele halt erst seit ein paar Tagen erst auf diesem Server tatsächlich. Ich tatsächlich auch erst seit 2 Tagen und trotzdem skill ich nicht. Was? Nein, ich spiele tatsächlich erst seit 2 Tagen, denn ich bin durch einen anderen relativ großen YouTube-Kanal draufgekommen. Ich bin tatsächlich über meinen Freund da draufgekommen. Ach, schade, ich habe gedacht, es reicht. Ja, ich hab da extra noch Blöcke hingeplaced, damit du runterfällst. Moin. Moinsen. Geht's dir gut? Ja. Geht's dir immer noch gut? Ja. Freut mich. Hier, ich finde hier Höhe One-Line. Warum steht das da überhaupt im Scoreboard? 3 Blöcke. Was bringt mir das jetzt zu wissen? Ist so. Oder hier das Reducen eingeschränkt ist, das finde ich zum Beispiel gut, dass das da steht, dass man das weiß. Also, das durchgerusht. Ich hab noch einen Blocksafe an meinem Blocksafe. Ach, belastend, Hase. Ach, Mann. Weg ist das Bild. Ich glaube, ich müsste einen besseren Vertrag aufsetzen. Wenn ich nicht jede Runde gewinne, dann... dann kriege ich keine Einnahmen? Natürlich. Ja. Oh, nein! Yes. Oh, Gott! Alter, wenn das jetzt durchgegangen wäre, ne? No joke. Wenn ich da jetzt gewinne. Vor allem, ich hab mir ja extra so noch leicht, so leicht schräg hingestellt. Nein. Alter, doch. Stopp. Ja. So macht man das. Also, ich glaube, wir müssen echt mal die Verträge ändern. Natürlich. Ja, aber immerhin kann ich dann in so Titel reinschreiben und ich verliere in Minecraft. Damit wird ja das größte Clickbait wegfallen. Ja, du kannst einfach schreibe in dein Titel bitte. Spiele gegen den krassesten Skiller. Ich glaube, er hackt. In Klammern, no Clickbait. Ich will ja nicht so abgestyle machen. Ja, das sind aber irgendwie so die meistgeklicksten und am meisten Clickbait-Videos. Wo dann in den Klammern, aber dann so richtig so fett geschrieben, so kursiv, oder nee, nicht kursiv, so richtig fett geschrieben und Caps. Erstmal anstatt auf, statt, was war das, Alter? Uff. Das sind immer diese Momente, wo ich mir jetzt denke, warum spiele ich Minecraft? Ja, weil du Spaß hast. Das ist das Allerwichtigste.
Du musst Spaß an YouTube haben, du musst Spaß an deinen Videos haben, du musst Spaß mit deinem Aufnahmen. Vielen Dank für den Boost. Fieb dich doch. Also hast du so ein Fieb-Ding jetzt? Also kannst du raus, kannst du rausschneiden? Nee. Das ist belastend für dich, mein Freund, weil wenn ich in Rage... Wenn ich schon die Einstufung bekomme von YouTube aufgrund meines Contents, dieser Content ist nicht für Kinder geeignet, dann darf ich auch beleidigt werden. Wirklich, hast du das? Ja. Ich hab euch tatsächlich... Ich hab das Ding eigentlich gesagt, so, ja, es ist schon so Content für Kinder, weil eigentlich tue ich nicht so viel beleidigen. Ja, YouTube... So, YouTube... ist jetzt nichts Krasses, so wie, kein Plan, COD oder so. Ja. YouTube... CSGO. YouTube... Danke für den Boost. Junge, ich hasse gerade mein Leben so krass, ne? Ich hatte dich mal so weit unten von 5 und 12. Jetzt hast du mittlerweile schon wieder die Hälfte von mir. What the fuck? Natürlich. Sag mir nicht, du bist drauf geblieben. Ja, Alter. Alter, ich glaube, ich mach dann auch so ein Replay jetzt hin. Das ich nicht sagen muss, also so ein paar Sachen, die müsstest du wirklich rauscutten, aber das ist ja dann so schon wieder dein Video, ne? Also. Alles drinne. Alles drinne. Ich verkaufe mich als Real YouTuber. Ja, aber trotzdem, so ein paar Sachen kannst du rausschneiden. Zum Beispiel, wenn wir jetzt gleich in eine Bad Wars Runde ja, so, X2 gehen. Ja, so Wartezeiten schon, aber jetzt nicht irgendwie sowas, dass ich verliere oder sowas. Oh nein, das cuttest du bitte nicht raus. Da werde ich ja so als der krasseste Skiller dargestellt, das darfst du nicht rauscutten. Also das steht auch im Vertrag drin, glaube ich, hoffe ich, weiß ich nicht. So, die Leute denken jetzt safe so alle, ich mache so richtige Profi-Verträge. Ich mache hier so richtig Vertrag, alles mit Gagen und allem. Und PR-Agentur. Ja, ach, und natürlich das? Auch schon die ganzen Einnahmen geklärt, weil du ja so krasse Werbungen auf deinem Video schalten kannst. Welche Werbung? Ja, eben. Na, oh mein Gott! Alter, wie kacke bin ich denn, dass ich dann nicht das schaffe? Ach man. Ich hab schon gesagt, so gut, er hat safe mein Bett, hab ich mir so gedacht, so. Oh mein Gott. Wirklich, mein Gedanke war. Einfach nur wegen Disrespect, ich habe jetzt gerade meinen Fidget Spinner schon wieder benutzt. Ich hab hier so. Irgendwie rumliegen, ich hab volle. Ich hab hier gut, der Plan ging so definitiv an der Stelle jetzt nicht auf. Ja, ich hab so ein bisschen mein Zimmer hier letztens aufgeräumt, da sehe ich den wieder, denke mir so, ja geil, ne? Zweite Klasse. Geschenkt bekommen irgendwie, ich glaube, das war sogar zum Zeugnis. Echt zweite, bei mir war das so vierte Klasse. Nee, ich habe den relativ früh bekommen. Ja, das war bei mir vierte Klasse. Und das war halt auch so mein einziges Geschenk, da war es halt einfach ein 20. Das war so vierte Klasse bei mir, wo das aufkam. Tatsächlich. Ja, gut, an unserer Schule war das alles schon ein bisschen früher. Das an der Stelle wieder komplett. Ich dachte, weißt du, immer. Ich denke mir halt immer schon so, okay, gut, Bett ist definitiv weg. Ich denke mir immer so, Bett ist definitiv weg. Ja, wahrscheinlich fliegst du nicht. Kennst du eigentlich ASMR? Oder, Jungs, hier, Video, ne? Kennt ihr ASMR? ASMR. So, und jetzt sind wir hier auch im CWBB-Training drinne. Also ich bin, du kannst hier voten für Sachen, die du magst. Oh, Bow-Duell. Bin ich definitiv dafür. Ja, du kannst halt machen, was du willst. Ich würde mal sagen, das hier noch. Ja, gut, so. Ne, Jungs, also ich bin hier drin. Kacke, so. Ich muss jetzt dein Bett zerstören. Aha, interessant. Ich kenne mich halt überhaupt nicht aus. Du musst im Prinzip mich einfach nur töten. Das ist alles. Du hast den einfachsten Job von uns beiden. Aha. Ich muss das Bett abbauen. Wer bist du denn hier? Jetzt geh hier mal weg, Junge. Alter, wenn du ja das jetzt noch geschafft hättest, ne? Bin hier unten. Jetzt muss ich dich nur noch irgendwie. Mach ich mit meinem krass Gesicht. Irgendwie auf einmal, was ich nicht verstanden habe, auf einmal hatte ich irgendwie nichts mehr aus an der Spitze. Weil ich dich getötet hatte. So, jetzt muss ich mein Bett verteidigen. Jetzt musst du mein Bett abbauen. Gut! Wenn man Steuerung statt Schiff drückt. Reden wir nicht drüber. Reden wir einfach nicht drüber. Ich hasse diese Inventarsortierung hier. No joke. So, ich muss den Bett zerstören.
Am besten falle ich dann direkt beim Driften runter, jawohl. Ich sag's ja, ich bin auch absolut kacke. Okay, hier müssen wir uns einfach nur töten. Oh, spam nicht. Ich muss spam nicht. Also ein bisschen mit dem Bogen ist er auch gut. Doch. Also für die Leute, die sich jetzt fragen, die noch nie CWBW gespielt haben und sich wundern, hä, was machen wir jetzt hier? Also, das hier ist im Prinzip jetzt so ein Spielmodus. Ihr müsst euch vorstellen, wir haben Bad Wars gegeneinander gespielt, wir haben keine Betten mehr. Irgendwo auf zurück zu spenden, ne? Uff, da holt er dann seine krassen PvP-Sachen raus eben. So macht man das. Ja, du hast mir da vor Ort nicht mit dem Bogen gegeben, da war das Problem. So, okay. Oh, hier ist alles so voll gebaut. Ja, naja, ist doch gut so. Nee, finde ich nicht. Du musst unten bleiben und das Bett zählen. Du musst unten bleiben und dein Bett helfen, sag ich mal. So, ne? Oder ich spring halt einfach runter und schaff kein MLG. Geht auch. Und ich wurde einfach runtergebackt. Jetzt kommt wieder meine Ausrede. Weißt du, aber ich kenn zum Glück ein... Das Praktische an dem Ding ist, du kommst hier schneller voran. Ja, dann bist du in diesem Gang. Bist du da so irgendwo? Ja, vielleicht. Da. Gut! Okay. Reden wir nicht mehr drüber. Genau, aber wir sind beide kacke. Gehen wir es einfach zu. Wir sind beide kacke. So, jetzt muss ich gucken. Ich weiß nicht mehr, wo das Bett ist. Ja, es geht einfach nur darum, mich zu tun. Ja, das ein Bauspielmodus ist, was du gewinnst. Weil du bist so ein kleiner Bauspammer. Ich spamme nicht, ich schieße ganz normal mit dem Bogen. Ich spamme nicht, ich spiele ganz normal. Das war es mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne, ich probiere es jetzt mal, ein Like da und vielleicht sogar ein Abo. Würde mich echt freuen. Wir stehen tatsächlich kurz vor 50 Abos und ich bin tatsächlich gerade schon dabei, das 50 Abo-Special vorzubereiten. Bin auch gerade wieder dabei, random Steam Keys zu besorgen für euch, für die Community. Das gibt es als 50 Abo-Special. Werde ich wieder ein Gewinnspiel machen und zwar würde ich sagen, machen wir diesmal nicht 5, sondern... Ja, wobei, doch machen wir 5. So 50 Abonnenten, 5 ist passt. 50 Abonnenten, 5 Keys. Und dann machen wir 5 random Steam Keys und ja. Bin ich mal gespannt. Also dann auch von mir. Ja. Jungs, lass dem Jungen 10 Millionen Abos da. Ja. Weil ganz ehrlich, in diesem Random Keys, da können so geile Sachen rauskommen. Ich habe davon einmal einen ausprobiert, super geiles Spiel rausbekommen. Deswegen, Jungs, abonniert, damit ihr möglichst schnell beim Gewinnspiel dabei sein könnt. Da können meine Abonnenten tatsächlich ein Lied von singen. Da habe ich ein Game rausbekommen, was ich gar nicht verstanden habe. Aha. Nein, also ich sage euch ganz ehrlich, Jungs, da kommen geile Sachen raus. Abonniert dem Jungen. Und ja, ne? Also dann. Ja. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Ja, das war doch jetzt.